Angelina Jolie und Billy Bob Thornton dachten, sie würden bis zum Tod und noch länger zusammen sein. The thing is, we're never gonna separate. Zu seinem Geburtstag schenkte Angie ihm sogar 2 Friedhofsgrundstücke, damit sie nebeneinander begraben werden können, wenn die Zeit gekommen ist, um für immer und ewig zusammen zu sein. Aber die Ewigkeit dauerte nur 3 Jahre. Die Trennung des Promi-Paares kam für alle völlig unerwartet, auch für sie selbst. What went wrong with you and Billy Bob? Nothing. Angelina und Billy Bob waren verrückt nacheinander. Für Thornton war sie alles. What is special about her for you, Billy Bob? She's honest. She's, you know, my best friend. And she's the first person who ever really got me. Und für Angie war er sogar noch mehr. Eigentlich war Jolie ziemlich pessimistisch und unglücklich gewesen. Und das hat sich dank Billy Bob geändert. I really want to live to see tomorrow because I'm with him now. I didn't always. Dem Paar war es egal, dass ihre Beziehung jemand anderem das Herz gebrochen hat. Thornton war mit einer anderen Frau verlobt, als er sich in Jolie verliebte. Aber alles, was sie wollten, war, dass die ganze Welt weiß, wie sehr sie sich lieben. Auf roten Teppichen trieben sie es in schwindelerregenden Höhen. Ihre Leidenschaft war so stark, dass sich alle um sie herum unwohl fühlten. Sogar die Ehepartner selbst würden sagen, dass ihre Intimität fast zu intensiv war. Und sie wurden aus vielen Gründen als das gefährlichste Paar in Hollywood bezeichnet. Billy Bob und Angelina trugen das Blut des jeweils anderen in Fläschchen um den Hals. Sie sagten einmal, dass dies ihre Art sei, ihre Liebe zu zeigen. Und für Angelina war es lustig und romantisch. I'd rather have his blood around my neck than $3 million diamonds, do you know what I mean? So I don't see why that's weird. Eine andere merkwürdige Sache, die die beiden Ehepartner taten, war, Unterwäsche zu tauschen. Es scheint, als wollten sie einfach in allem so ausgefallen wie möglich sein. Sie haben sogar ein legales, notarielles Dokument erstellt, das sie für immer zusammenhalten sollte. We kind of signed our life away to each other, and legally, and with blood, that there's no possible way anybody can separate or walk away from this. Trotz all dem sahen sich Angie und Billy Bob nie als ein seltsames Paar. Jolie hat sogar einmal der New York Times gesagt, sie wäre eine ganz normale Frau, die verrückt nach ihrem Mann ist. Vielleicht hat sie es so empfunden, aber es sah sicher nicht so aus. Nichts in der Ehe zwischen Thornton und Jolie verlief nach den Regeln. Schon der Beginn ihrer Beziehung war unvorhersehbar. Angelina lernte Billy Bob am Set des Comedy-Dramas Turbulenzen und andere Katastrophen kennen, indem sie Mann und Frau spielten. Sie fühlten sich sofort zueinander hingezogen, trotz des Altersunterschieds von 20 Jahren. Und auch trotz der Tatsache, dass der Schauspieler bereits mit einer anderen Frau verlobt war. Seine Verlobte war die Schauspielerin Laura Dern, mit der er 2 Jahre lang zusammen war. Als sie von der Arbeit an einem Film zurückkehrte, erfuhr sie, dass Billy Bob mit Angelina verschwunden war. Sie reisten heimlich nach Vegas und heirateten. Für Laura war die Nachricht wie ein plötzlicher Tod. Aber weder Billy Bob noch Angelina schämten sich. Sie waren zu verliebt und glaubten, dass sie alles füreinander tun würden. I met the love of my life. And that's Billy Bob. And that's Billy Bob. Angie ließ sich sogar den Namen ihres Mannes auf den Arm tätowieren. Als sie sich scheiden ließen, schwor sich die Schauspielerin, sich niemals den Namen eines Mannes auf den Körper zu schreiben. Aber was genau beendete ihre Ehe? Es stellte sich heraus, dass sie irgendwann zu unterschiedlich wurden, vor allem Angelina. Die Prioritäten der Schauspielerin änderten sich plötzlich, während sie in Kambodscha im Film Tomb Raider spielte. Unter dem Eindruck des von Armut geprägten Landes begann Angie, sich mehr für die Nachrichten zu interessieren und sich politisch zu engagieren. Außerdem adoptierte sie ihr erstes Kind, Maddox, aus Kambodscha. Obwohl Billy Bob Thornton vorhatte, sein Vater zu werden, stellte er fest, dass er dafür nicht bereit war. Außerdem wollte Thornton auch nicht in der ganzen Welt in humanitärer Mission unterwegs sein. Er wollte einfach seine Karriere weiterführen und Zeit zu Hause verbringen. Any place I don't go, it's simply because I just don't feel like getting out of the house. Eine Zeit lang gab Billy Bob sich selbst die Schuld für das Ende ihrer Ehe. Er dachte, er sei nicht genug für Angie und sei zu unsicher. Ich will nicht zur Paartherapie gehen, um eine Beziehung zu retten. Ich will nicht daran arbeiten. Ich glaube nicht daran. Habe ich noch nie. Tatsächlich aber entfernten sich die Ehepartner immer weiter voneinander. Bis zu dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Ihre Leidenschaft ließ langsam nach. Und es stellte sich heraus, dass sie nicht viel gemeinsam hatten. Für Angie wurde ihr Sohn wichtiger als ein Ehemann. Also trennte sich das Paar einfach voneinander. Die Trennung von Jolie und Thornton verlief einvernehmlich. Und sie haben immer noch ein gutes Verhältnis zueinander. She's a great friend and would be there if I needed her and vice versa. Diese Geschichte lehrt uns, dass es wichtig ist, eine Beziehung rechtzeitig zu beenden. Wenn es vorbei ist, sollte man einfach gehen. Gieße nicht weiter eine tote Blume.